Hallo Leute und willkommen zurück. So, wir sind hier dabei, die Piraten zu belagern. Und Idee wäre, die Bodenschlacht einzuleiten. Wir haben Panzer, die Gegner nicht. Allerdings ist unser Argus hier noch gar nicht einsatzbereit. Also sie ist zwar einsatzbereit, aber es dauert noch 11 Runden, bis sie umsonst kolonisieren kann. Wir warten da noch mal ein bisschen. Und schicken die Argus schon mal auf den Weg. So. Die drei Schiffe haben wir von Brakia bekommen, als wir... Also hier war eine Nebenzivilisation. Können damit mal schauen, was da oben ist. Ja, Problem ist halt, dass wir miese machen. Aber wir forschen gerade. Extreme Atmosphären, das gibt uns zwar keine... Nicht direkt etwas, was Credits liefert, aber dadurch schalten wir fortschrittliche Systementwicklung frei. Wobei da halt auch die Frage ist, was mit der grundlegenden Systementwicklung ist. Die wir dann praktisch überspringen. Ja, das sehen wir dann gleich. Da ist ein Erkundungsschiff von Horatio, könnten wir jetzt angreifen. Hier sind wir halt als Piraten, als Freibeuter. Und blockieren hier den Außenposten, der so von. Aber wir greifen jetzt Horatio nicht an. Wir sind auch, glaube ich, gar nicht stärker, oder? 5000 Angriff, 5000 Leben, 57 Angriff. Die haben 206 Verteidigung. Ah. Weiß nicht, knappe Geschichte. Lass mal sein. Also sie würden halt nicht wissen, dass wir es sind, aber wenn wir da den Kampf verlieren, bringt es halt auch nichts. So. Clearingzentrale. Vielleicht die Fähigkeit, Marktsteuern festzulegen. Ja. Also wenn wir es bauen könnten, wäre es natürlich gut, aber die Preise sind utopisch für uns. Jetzt schauen wir uns mal an. Systementwicklung. Ja, und das funktioniert nicht. Kann... da nichts überspringen. Also wir müssen erst die grundlegende Systementwicklung freischalten, bevor wir die fortschrittliche Systementwicklung freischalten. Ah, da können wir uns ja jetzt nochmal was Schönes aussuchen.
Astrofinanzen. Aschekolonisierung. Ja, wir möchten schon Ascheplaneten auch kolonisieren können. Okay. Der fliegt dahin. Aber nicht über den Weg. Nicht direkt durch die Piraten. Auf Zing wurde Pulvis-Produktion fertiggestellt. Da können wir ordentlich das produzieren. Den kolonisieren wir. Aber Titan- und Hyperion-Produktion erhöhen. So, jetzt aber. Wir dachten uns, wir setzen einfach mal ganz klare Grenzen, Kumpel. Privatsphäre sollte man nicht leichtfertig verletzen. Richtig erkannt. Der Krieg beginnt und wir haben die Macht der Wissenschaft auf unserer Seite. Sie sind stärker als wir. Ah, ihres Geborenen. The Hive cares little for the interests of other races. Ja, von denen habe ich wesentlich mehr Respekt als von den Sophon. Könnte an der Optik liegen. Ja, Systemverbesserung. In der letzten Partie hatten wir das eingesetzt, in der auf dem, also in der ersten Komponente, und dann haben wir extrem viel das produziert. Über Forschung konnten wir uns auch nicht beklagen. Jetzt in der Partie. Wir sind jetzt bei 3 Hyperium.
Wir haben halt in den System, in den Spieleinstellungen haben wir halt gesagt, dass nicht so, dass wenig Ressourcen generell zur Verfügung stehen sollen. Eine Sache, die letztes Mal super funktioniert hatte. Ah, hier sind wir noch besser. Normalerweise könnten wir halt nur auf dieser Ebene forschen. Wir können jetzt eine Ebene drüber forschen und da hatten wir autonomer Bergbau gewählt und dann diese selbstaufbauende PNO. Das dauert jetzt halt. Okay, 40 Runden. Beim letzten Mal waren wir da nicht ganz so schwach. Da haben wir, glaube ich, 12 oder 13 Runden investiert. Aber das ist natürlich eine super Forschung. Aber jetzt 40 Runden... Nein, das ist zu viel. Das kann man nicht machen. Ja, 16 Runden pro Fruchtpaar, pro Gemäßricht. Das 25, das pro Systemstufe. Runden. Aber wir machen das nicht. Wir machen Forschungen, die jetzt schneller gehen und uns schneller was bringen. Ja, und ihr merkt, ich bin da nicht so richtig glücklich mit der ganzen Situation. Aber Transreben. Wir haben auf jeden Fall genug Transreben. Das kann man halt nie wie ändern. Ich hätte so gerne Imperium, ja. Was sagt der Markt? Auf dem Markt günstig Imperium einkaufen.
Naja, kostet 153 pro Stück. Wir machen das mit der Systementwicklung jetzt noch nicht. Wir warten einfach noch mal ein bisschen ab. Weil die Zustimmung, also wenn, dann würden wir jetzt Transreben wählen. Die Zustimmung ist ja okay. Ja, scheint so zu sein, dass wir hier hinten ein bisschen abgeschirmt sind. Ja. Ah, das hier können wir uns wahrscheinlich sehr gut sichern. Machen wir da einmal bewachen. Ah, der Druck steigt auf die Sofons. Hier durch. Ah. Da produzieren wir auf jeden Fall mehr Dust. Obwohl wir hier eine Kolonialbörse haben. Also 12 Runden. Auch 12. Auch 12. Ah, wir brauchen Credits. Das kann uns weiterhelfen. Schauen wir mal. Okay. Plus 10% Forschung durch den Ansammlungseffekt.
Aber hier gibt es keine Luxusressourcen. Und wir brauchen ein Portal. Da gibt es aber Luxusressourcen. Der Planet ist steril. Das heißt, da können wir dann die Kolonialbörse bauen als Spezialisierung. Ja, und wir müssen Ressourcen verkaufen. Ja, und hiermit bekommen wir dann mehr Titan und Hyperium. Wie lange wird das dauern? Eine Runde. Okay. Angriff. Gar keine Verteidigung. Ja, okay. Sie wissen ja nicht, dass wir es sind. Ah, nicht, dass wir jetzt die Falschen erwischen. Ah, die Riskgeborenen, die sind zu schwach. Aber die ziehen sich wahrscheinlich auch zurück. Ja. Oh. 21 Dust. Da sind Luxusressourcen.
Alles klar, Leute. Dann schaue ich mir zum nächsten Mal an, als Vorbereitung, wie es mit der Forschung weitergeht. Mach's gut. Bye, bye.